Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Mein Name ist Michael Künzel. Ich leite in der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen das Referat Flächennutzungsplanung und stadtplanische Konzepte. Der Name sagt schon, dass auch ich in meinem Arbeitsalltag ständig mit Prozessen und Projekten der räumlichen Stadtentwicklung zu tun habe und natürlich auch mit Beteiligungsverfahren zu tun habe. Und unsere Aufgabe in diesem Prozess war es, diesen Prozess zunächst einmal in seinen Grundzügen zu entwickeln. Und da waren uns zwei Aspekte ganz wichtig, nämlich dass das Arbeitsgremium Selbstständigkeit, wir haben das Autonomie genannt, über den Prozess und über die Inhalte hat. Das heißt, wir haben als Verwaltung an dieser Stelle ganz, ganz viel von dem losgelassen, was wir normalerweise festhalten, nämlich den Prozess und die Inhalte. Und das hat sich aus meiner Sicht in diesem Verfahren bewährt. Ich will Ihnen jetzt heute einen Ausblick auf die Umsetzung geben, weil, und auch das ist typisch für Verwaltungsarbeit, wenn sie den einen Prozess beendet hat, dann steht sie mit dem einen Bein schon wieder im nächsten. Das heißt, wir beschäftigen uns schon seit geraumer Zeit darüber, wie schaffen wir es, dass diese Leitlinien, die Grundsätze, die Instrumente bei unseren Kolleginnen und Kollegen in der Verwaltung auch positiv aufgenommen werden, dass die Chancen, die in diesen Ergebnissen stecken, auch tatsächlich umgesetzt werden können. Und da habe ich Ihnen mal eine ganz komplizierte Grafik an die Wand geworfen, die ist aber im Grunde relativ einfach zu erklären. Wir haben in 12 Bezirken jeweils 5 Ämter, die sich mit Prozessen und Projekten der räumlichen Stadtentwicklung beschäftigen. Das sind natürlich die Stadtentwicklungsämter, die die Bebauungspläne für neue Wohngebiete und neue Gewerbegebiete machen. Das sind die Ämter für Umwelt- und Naturschutz, die Landschaftsplanungen durchführen, die Freiraumplanungen bauen, die Kinderspielplätze bauen. Dann sind es die Straßen- und Grünflächenämter. Das sind die Ämter, die eben Straßen bauen, Plätze bauen, Platzgestaltungen machen. Das Facility Management, das ist die Einheit, die sich um bezirkliche Verwaltungsgebäude kümmert. Und die Organisationseinheiten für die sozialräumliche Planungskoordination. Und auch die hat ganz viel mit Quartiersmanagement und den Städtebauförderungsprojekten zu tun. Das heißt, dort haben wir 12 Bezirke, 5 Ämter, 60 Dienststellen im Lande Berlin, die auf Bezirksebene an solchen Projekten arbeiten. Und dazu kommen in allen Senatsverwaltungen auch noch Kolleginnen und Kollegen ganz vorne dran. Das eigene Haus, in dem ich arbeite, Stadtentwicklung und Wohnen, aber auch Umwelt, Verkehr und Klimaschutz. Aber auch alle anderen Häuser haben als Bedarfsträger Projekte zu bauen. Universitäten, Kulturstätten, eine Zentral- und Landesbibliothek und so weiter. Und auch zu solchen Projekten soll natürlich Bürgerbeteiligung stattfinden. Wir werden aus all diesen Dienststellen Kolleginnen und Kollegen erbeten, die mit uns gemeinsam in einem Arbeitskreis Umsetzung darüber sprechen, wie die Instrumente denn mit Leben gefüllt werden können, wie sie im Arbeitsalltag der Kolleginnen und Kollegen umgesetzt werden können. Und wir wollen zum Beispiel beim Beteiligungskonzept darüber sprechen, wie das sehr detailliert beschriebene Instrument in Verbindung mit den Grundsätzen für die Kollegen auch wirklich lebbar wird. Und das ist relativ einfach, wenn man sich das durchliest und dann das Thema viele beteiligen, Vielfalt beteiligen, wenn man das zusammensetzt mit den Anregungen, die in dem Instrument Beteiligungskonzept stehen, da kann man fast eine Checkliste erarbeiten, einen Handlungsleitfaden. Und dadurch hoffe ich, dass wir diese sehr abstrakten Sätze der Leitlinien und der Instrumente auch tatsächlich herunterbrechen können in die Lebenswelt, in den Lebensalltag der Kolleginnen und Kollegen. Das wird passieren, indem wir auf der einen Seite in diesen Arbeitskreisen zu den einzelnen Instrumenten einen Sitzungsrhythmus organisieren, der im November, Dezember diesen Jahres anfangen wird und etwa im März beendet sein wird. Davor und dazwischen wird es eine Auftaktveranstaltung geben, so eine Art Zwischenkolloquium und eine Endabstimmung. Und dort sollen dann die Koordinatoren aus den Bezirken, aus den Senatsverwaltungen, und das ist mir persönlich ganz wichtig, aber auch, ich glaube auch Ihnen, den Damen und Herren aus dem Arbeitsgremium, es wird auch ein Ausschuss aus dem Arbeitsgremium in diesem koordinierten Gremium mitarbeiten, um wirklich sehen zu können, dass der Geist, der in den Leitlinien und in den Instrumenten niedergelegt worden ist, sich auch im Umsetzungskonzept wiederfindet. Und wir sind nicht nur dabei, diesen Handlungsleitfaden zu erarbeiten, sondern wir sind bei zwei Instrumenten auch schon ganz konkret dabei, die Arbeitsfähigkeit herzustellen. Das heißt Beteiligungsbeirat auf der einen Seite. Hier an die Wand geworfen nochmal das, was schon berichtet worden ist, die Zusammensetzung des Beteiligungsrates. Dabei wird die Politik, sprich das Abgeordnetenhaus, 4 Mitglieder aus seiner Mitte berufen. Die Verwaltung wird auch 6 Mitglieder auswählen und berufen.
Und dann sollen aus der organisierten Zivilgesellschaft 6 Mitglieder im Rahmen eines quotierten Auswahlverfahrens gewonnen werden. Das heißt, wir werden diese Mitarbeit im Beirat öffentlich ausschreiben. Es können sich Institutionen, Initiativen, Stiftungen, Vereine, Verbände der organisierten Zivilgesellschaft bewerben. Das Arbeitsgremium hat festgelegt, dass für diese 6 Mitglieder 6 Cluster gebildet werden sollen. Und dann wird bezogen auf diese Cluster, werden die Bewerbungen sortiert und dann wird gelost, sodass jedes dieser Cluster abgedeckt ist durch eine Initiative, durch einen Verband, durch einen Verein. Bei den Bürgerinnen und Bürgern werden wir dasselbe Vorgehen durchführen wie schon beim Arbeitsgremium. Es wird eine öffentliche Bewerbung geben und danach gibt es ein quotiertes Auswahlverfahren, sodass die Bürgerschaft nach regionaler Herkunft, nach Alter, nach Ausbildung, nach Geschlecht und so weiter einigermaßen abgebildet ist, was bei 8 Bürgern und 3,7 Millionen Einwohnern nicht so ganz einfach ist. Aber im Arbeitsgremium, glaube ich, hatten wir doch gezeigt, dass wir einen Querschnitt der Bevölkerung haben. Das heißt, die konkrete Frage ist, wer kann sich zur Teilnahme am Beteiligungskonzept bewerben? Für die Sitze der Bürgerinnen und Bürger sind das Sie alle. Die gesamte Bevölkerung Berlins ist aufgerufen, sich hier zu bewerben. Und für die Sitze der organisierten Zivilgesellschaft können das eben Vereine, Verbände, Initiativen aus den Bereichen Wirtschaft, Soziales, organisierte Zivilgesellschaft, Umwelt, Menschen mit Behinderung, Organisationen von Migrantinnen und Migranten sein. Das sind die 6 Cluster, die im Beteiligungsbeirat vertreten sein sollen. Die Auswahl habe ich gerade beschrieben, Zufallsauswahl bzw. Berufung. Und wann kann man sein Interesse melden? Das können Sie bereits heute tun. Wir haben eine Liste auslegen. Sie können uns eine Mail schicken. Wir werden das Ganze aber auch noch per Internet und per entsprechender Kommunikation bekannt machen. Komme ich zu dem zweiten Instrument, das wir zum Leben bringen wollen, nämlich die Anlaufstelle. Und da hat das Arbeitsgremium ja im Grunde ein gemeinsames Haus für 2 Partner entwickelt, nämlich einen Partner aus der Zivilgesellschaft und einen Partner aus der Senatsverwaltung, die gemeinsam an einem gemeinsamen Ort Neutralität gewähren sollen und einfachen Zugang zu Beteiligung, Transparenz zu Beteiligungsverfahren und eben deswegen Partner aus 2 Seiten, weil wir auf der einen Seite Geld bewegen, dazu brauchen wir Kolleginnen und Kollegen aus der Verwaltung und auf der anderen Seite wollen wir auch versuchen, möglichst viele Menschen in der Stadt anzusprechen und das können möglicherweise die Partner aus der Zivilgesellschaft viel, viel besser als wir aus der Verwaltung. Die Struktur der zentralen Anlaufstelle ist damit beschrieben, es ist eine Partnerschaft aus Verwaltung und einem freien, gemeinnützigen Träger der Zivilgesellschaft. Gemeinnützig heißt jetzt nicht im Sinne des Steuerrechts, sondern ein Träger, der dem Gemeinwohl verpflichtet ist. Und da kommt jetzt eine Besonderheit, weil es für die Anlaufstelle zu einem Vertragsverhältnis kommen wird zwischen dem Senat und diesem freien Träger, weil wir ja Geld zur Verfügung stellen für die Arbeit dieses freien Trägers, muss dieser freie Träger in irgendeiner Art und Weise als Rechtsperson konstituiert sein. Das heißt, es kann nicht ein loser Zusammenschluss von Menschen und interessierten Bürgern sein, sondern es muss in irgendeiner Art und Weise ein Verein, eine Stiftung, eine BGB-Gesellschaft oder was auch immer sein, also eine Person, eine juristische Person. Das wollen wir heute auch schon so ankündigen, weil das wird möglicherweise für die eine oder andere Initiative eine bestimmte Zeit erfordern, sich da möglicherweise neu zu organisieren. Das wird möglicherweise auch für verschiedene Vereine, verschiedene Initiativen vielleicht auch die Frage aufwerfen, tun wir uns zusammen, um gemeinsam mehr an Interessen, mehr an Bevölkerung abdecken zu können. Und deswegen heute schon mal diese Information, dass wir eben eine Rechtsperson suchen. Das wird dann im Auswahlverfahren sicher noch mal detaillierter beschrieben, aber eben heute schon mal diese Botschaft. Egal, ob Sie heute schon eine Rechtsperson sind oder nicht, als Initiative, als Verein, wer heute schon sein Interesse bekunden will, für die Personen gilt dasselbe wie für Bürgerinnen und Bürger, die im Beirat mitarbeiten wollen. Hinterlassen Sie einfach Ihre Adresse und Sie sind dann automatisch mit dabei, wenn es um Interessensbekundungsverfahren und Auswahlverfahren geht. Ja, ich hoffe, ich habe Ihnen das ein bisschen deutlich machen können, wo wir als Verwaltung stehen, woran wir arbeiten und wünsche Ihnen dann noch einen schönen, angenehmen Ausklang dieses Zwischenergebnisses.